lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am letzten Handelstag im August. 31. August wird geschrieben. Ich grüße Sie, Christian Kemmerer, wieder on air sozusagen. Und wir wollen heute wieder auf die älteste Währung der Welt schauen. Speziell der Goldpreis soll hier im Fokus stehen. Und der zeigte sich ja unlängst ein Stück weit rückläufig. Und ja, es fehlt ein Stück Dynamik, die hier eigentlich schon vorher fast schon angenommen wurde. Darum gehen wir mal hier direkt mal in den Tagesschart, bevor wir gleich danach nochmal auf das größere Bild eingehen werden. Grundsätzlich der Ausbruch über 1300 Dollar, die Unze 1310, das war ja so ein Widerstandslevel hier mit der Brexit-Kerze, sehr, sehr gut geglückt das Ganze, dann Konsolidierung, Pullback an dieses Level und es ging weiter hoch. Die eigentliche Annahme, dass wir dann entsprechend hier das Hoch vom Juli rausnehmen, hier die Marke von 1375 überschreiten und tendenziell Richtung 1,4 gehen könnten, aber Sie sehen, das ist nicht geschehen. Das letzte Reaktionshoch vom Juli wurde hier nicht erreicht im August und wir haben jetzt auch hier sehr schön darstellbar durch eine simple Trendlinie einen ganz klaren Abwärtstrend vorliegen, der sich hier eben entsprechend gerade mit dem Tief von gestern auch noch ein Stück weit bestätigt hat, denn wir haben hier das Tief vom 21. Juli unterschritten und das ist technisch gesehen eben eine leichte Schieflage, die wir jetzt haben. Natürlich ist hier noch nicht aller Tage Abend, aber es kann sich jetzt natürlich so gestalten, dass der Markt jetzt hier ein Stück weit stärker zurücksetzt als erwartet und hier sozusagen nochmal günstigere Einstiegschancen bietet. Denn generell hat der Goldpreis natürlich einen positiven Bias, einen positiven Background und natürlich auch nach der Bewegung hier von Anfang Juni. Wohl bemerkt, da ging es ja hier gute 100 Dollar, die Unze nach oben, also viel mehr als 100 Dollar. Und da muss man natürlich sagen, eine Konsolidierung ist hier völlig normal. Wir haben auch hier die Fibonacci-Levels seit der Bewegung von Ende Mai, Anfang Juni im Prinzip hier aufgelegt. Und Sie sehen, der Markt hat es erst gestern geschafft, das 38er Fibonacci-Level hier zu touchieren. Und insofern ist hier die Minimalkorrektur, typische Minimalkorrektur vollzogen bislang und sozusagen hier noch nichts zerbrochen oder der Goldpreis hier völlig in der großen Umkehr. Nein, wir schauen erstmal hier auf den Wochenchart. Der sieht nämlich nicht uninteressant aus. Da sehen wir im Prinzip die Performance hier seit Ende 2015 und eben auch hier dieser vorherrschende Aufwärtstrend. Und natürlich seit dem Hoch hier vom Juli haben wir einige schwarze Handelswochen gehabt. Aktuell diese natürlich auch noch längst nicht vorbei, aber auch im Rücklaufsmodus. Wir sehen hier grundsätzlich die Aufwärtstrendlinie. Hier ein wichtiges Level eben um 1310 Dollar die Unze. Das ist ein Niveau, das schauen wir uns dann nochmal speziell an. Aber hier diese Zone, lassen wir uns die mal jetzt grün in den Chart holen, ist schon ein wichtiges Level. Und man kann hier schon sagen, dass das Level, die Marke von 1300 Dollar die Unze nicht nachhaltig unterschritten werden sollte. Wir stehen unmittelbar dran, aber es sollte nicht passieren, denn dann könnte es hier durchaus noch ein Stück weit tiefer gehen. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend und es scheint fast so, als könnte sich der Goldpreis durchaus stabilisieren. Warum? Ja, weil wir eben die Unterstützung hier vorausliegen haben. 1300, 1310 leitet sich. Jetzt gehen wir nochmal in den Tagesschart hier vom Hoch des Januars 2015 ab. Dann hatten wir im Prinzip vor dem Brexit-Event auch hier eine Kerze im Juni, die dieses Level touchierte, dann den Brexit-Ausbruch eben. Und dieses Niveau lässt sich hier inklusive dessen, dass wir hier auch die Fibonacci-Zone von 38,2 haben, als Unterstützungszone einfangen und signalisiert im Prinzip hier eine mögliche baldige Stabilisierung. Zugefeuert oder befeuert wird das Ganze dann auch noch durch die Tatsache, dass der Markt hier eine bullische Saisonalität aufweist. Mal mit Blick auf die kommenden 20 Tage im September hier hochgradig bullisch. Also Sie sehen, der Goldpreis kennt eigentlich nur eine Richtung und das ist natürlich eine Tendenz, die wir hier mit dieser charttechnischen Unterstützung, mit dieser vorausliegenden charttechnischen Unterstützung eigentlich nur unterstreichen können. Und insofern wäre es denkbar, dass wir hier in Kürze bereits wieder auftreten. Oberhalb von 1300 Dollar, auch spekulativ jetzt, erscheint hier ein Zugriff beim Gold interessant, der dann hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie touchieren könnte und eben auch die letzten Hochs im Bereich 1375 Dollar ansteuern dürfte. Wir haben am Freitag die Non-Farm-Payrolls, Zinserhöhung USA, gerade jetzt eben die Statements letzter Woche in Jackson Hole. Es wird spekuliert, September vor den Wahlen und. Das ist immer wieder viel Orakelei, Spekulation eben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner die Zinsen noch vor der Wahl anheben werden. Das wird aber eben auch von den Konjunkturdaten maßgeblich beeinflusst, ob die nun stimmen oder nicht, sei jetzt wieder mal das nächste Thema. Grundsätzlich aber die Arbeitslosenquote und natürlich hier eben die Auswertungen der Non-Farm-Payrolls-Details sind wichtig für die US-Notenbank und das wird sich sicherlich am Freitag dann hier entsprechend auswirken auf den US-Dollar, auf den Goldpreis.
Und das kann natürlich ja auch zu starken Bewegungen führen, die den Goldpreis auch nochmal dipptechnisch ein Stück weit tiefer sinken lassen oder eben auch direkt nach oben führen. Grundsätzlich bleibt der Bias bislang bullisch. Hier erst meines Erachtens unter 1260. Und da sind wir ein gutes Stück weit weg. Wäre der Goldpreis sichtlich angeschlagen und dann könnte es auch noch deutlich tiefer gehen. Aber von diesem Niveau sind wir eben eindeutig ein gutes Stück weit weg. Und solange da noch nicht die Gefahr gegeben ist, dass wir hier nach unten wegbrechen, sehe ich das hier eigentlich alles noch relativ entspannt. Und der Goldpreis im Prinzip nach der starken Bewegung von Anfang Juni bis in den Juli hinein eigentlich nur noch aktuell im Konsolidierungsmodus. Lassen Sie uns ganz kurz hier noch einen kleinen Trendkanal schnitzen, der praktisch auch aufzeigt, das trifft dann ganz gut mit der möglichen kleinen Spike-Bewegung nach unten im Bereich 1300 zusammen. So, und das wäre im Prinzip hier mal ein theoretisches Szenario, wie der Goldpreis sich entwickeln könnte. Sieht wie gesagt spannend aus und wir behalten den Goldpreis ohnehin weiter im Auge. Ich zeige Ihnen noch kurz die Korrelationsmatrix Euro-US-Dollar mal aus dem MetaTrader. Hier Korrelationswerte über 70, 75 plus deuten auf eine positive Korrelation hin, einen Gleichlauf. Negative Werte entsprechend auf eine negative Korrelation. Wir sehen hier im Tageschart Goldpreis unten, Euro-US-Dollar oben hier aus der JFD. Add-ons aus dem MetaTrader und da kann man, wie gesagt, sehr schön Korrelationen ableiten. Interessant ist am Tageschart, dass wir im Prinzip hier nullinger Korrelationen haben, also nicht wirklich ein Gleichlauf. Gehen wir aber in den Zeitebenen nach unten, also in die kürzerfristigen, in den kurzfristigen Timeframes, dann sehen wir zum Beispiel hier im H4 einen Wert von plus 86 und das ist hier schon, ich möchte mal fast sagen, ein sehr, sehr bullischer Gleichlauf oder besser gesagt eine sehr, sehr bullische. Bullish ist das falsche Wort, eine sehr, sehr positive Korrelation, die hier eben einen sehr, sehr hohen Wert der gleichlaufenden Tendenzen beimisst. Also soll heißen, ergo, wenn der Goldpreis sich anfängt zu stabilisieren, dann ist es auch so, dass Euro-US-Dollar wieder anziehen dürfte, ergo der US-Dollar schwach werden müsste. Und das ist auch eine Korrelation, die auch schon von früheren Zeiten her rührte. Also wenn der Euro anzieht, ist in der Regel auch der Goldpreis stark. Und das unterstreicht hier mal die Korrelation aus dem 4-Stunden-Chart. Gedeckt wird das Ganze noch nicht im Tageschart, aber grundsätzlich kann man sagen, das dürfte sich wohl wieder anpassen. Denn Gold ist ja eine Rohstoffwährung und gerade wenn der Goldpreis steigt, ist es tendenziell so, dass der Dollar auch zur Schwäche neigt. Gut, das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle zum heutigen JFD-Devisenradar. Am Nachmittag haben wir nochmal das Webinar zur Sendung, kostenfrei für Sie. Kommen Sie dazu, da gehen wir durchs Universum aller anderen Währungspaare und schauen uns mal im Detail an, was sich denn da so verbirgt. Also, ich wünsche was, viel Erfolg beim heutigen Handelstag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.